Guten Nachmittag. Sie fahren heute den IC 2206 bis nach Augsburg Hauptbahnhof. Von dort aus fährt ein Kollege weiter über Donauwörth und Treuchtling bis nach Nürnberg Hauptbahnhof. Lassen Sie nun die Fahrgäste einsteigen. Abfahrt für Sie um 15.39 Uhr. Noch zwei Hinweise. Heben Sie den vorderen ersten Pantographen und achten Sie auf den Regionalexpress nach Treuchtlingen. Das ist der Zug links neben Ihnen. Er fährt kurz vor Ihnen ab und musste heute durch eine 423 ersetzt werden. Rechnen Sie also ungefähr bis Olching mit Behinderung. Fahren Sie in Augsburg Hauptbahnhof mit VMAX 60 km pro Stunde ein. Gute Fahrt. Und damit willkommen zurück zur neuen Folge Let's Play Train Simulator 2015. Wir fahren heute mit der 103 im TEE-Design auf der Strecke München-Augsburg, ein IC 2206 nach realem Fahrplan und realer Wagenreihung. Sehr interessant, muss ich sagen. Das sind alles von Netzroot oder E-Core. Ich hoffe mal, das spreche ich jetzt richtig aus. Aus dem Rails im Forum. Und ja, ich habe mir gedacht, das klingt doch sehr interessant. Das können wir doch mal fahren. Vor allem mit der 103 sind wir auch lange nicht mehr gefahren. Deswegen passt es doch ganz gut. Gut, ich würde sagen, wir werden hier nicht lange warten, sondern einfach mal starten und mal die Türen öffnen hier. Die Wagenreihung gucken wir uns alles gleich dann noch an. Vielleicht ein Parsing auch unserem ersten Zwischenhalt. Als erstes schalten wir mal die Batteriespannung ein. Hier in unserem 103er Führerstand. Dann können wir mal die Handbremse lösen. Wir schauen mal auf den Hauptluftbehälter. Oh, nur 6 Bar. 10 brauchen wir. Dann müssen wir mal Shift-Ö drücken. Den mal anschalten. Das hört man auch gut draußen. Ja. Das ist... wisst schon, was ich meine. Wisst ihr schon, was ich meine. Ah, hier heute sehr neblig hier in München. Ist auch Winter, wie ihr seht. Es fährt ja schon unser Zug los, der uns ein bisschen behindern wird. Ja, da gilt der Fernverkehr vor Personenverkehr, Regionalverkehr nicht mehr. Schade. So, das hätten wir abgeschlossen. Ah, natürlich, zuerst müssen wir unseren Führerschein natürlich aktivieren. So, erste Stufe, ersten Panto heben. Schauen wir mal zuerst hier. Fahrdrahtspannung ist das hier, 15 kV. Sehr schön, jetzt schauen wir nochmal nach draußen nach, ob der auch wirklich gehoben ist. Da ist er oben, sehr schön. Gut, dann könnten wir den Hauptschalter einschalten mit Z. SIV und PZB einschalten mit Shift 7 und Shift 8. Die Instrumentenbeleuchtung noch. Und dann noch den Richtungswender nach ganz vorne. Und jetzt haben wir auch schon alles fertig sozusagen. Achso, noch die Bremsen können wir noch lösen. Und dann können wir mal schon rausgucken für die Abfahrt. Die Türen gehen schon zu. Haben noch bis 39 sollen wir abfahren. Haben wir noch ein bisschen Zeit, aber wir können ja schon mal die Bremsen lösen. Nochmal der Hinweis, Sie haben freie Ausfahrt. Lassen Sie sich nicht von dem HP0-Signal irritieren. Sie können ohne Befehl daran vorbeifahren. Ihre Fahrstraße ist korrekt eingestellt. Gut. Dann würde ich sagen, geht's los. Ich habe schon erste Fahrstufe aufgeschaltet. Fahrgäste sind alle drin im Zug. Keiner ist mehr auf dem Bahnsteig, da können wir losfahren. So, gehen wir wieder schön warmen Führerstand rein. Hier ist ja wirklich kalt draußen. Mensch, richtig ungemütlich. Mit 30 km pro Stunde ist Ausfahrt durch das Gleisvorfeld von München Hauptbahnhof. Wird es ein bisschen weniger Bilder pro Sekunde geben. Das kann man, ich habe extra schon die Grafikeinstellung runtergestellt, aber es geht einfach nicht. Also ist egal, eigentlich, man hat hier immer nicht so viel Frames.
So, geht's hier durch das Gleisvorfeld von München Hauptbahnhof. Hier Generationen treffen sogar. ICE3 Fernverkehr. Wir mit unserer 103. Hier rechts das Stellwerk von München Hauptbahnhof. Plus im Hintergrund hier die Hackerbrücke mit der gleichnamigen S-Bahn-Station hier rechts. Hier auch die Hochhäuser sehen wir nur in Nebel gehüllt hier hinten. Nicht das schönste Wetter hier heute und hier die ICE-Flotte abgestellt. ICET ist das hier auch, ja. Alles grün, das ist natürlich umso schöner. Scheinwischer funktioniert auch schon mal vorsorglich, falls es heute nochmal anfängt zu schneien. Link zu dem Szenario ist natürlich alles wieder in der Videobeschreibung. Auch zu der Lok, die wir heute fahren. Sehr verehrte Fahrgäste, im Namen der Deutschen Bahn darf ich Sie im IC 2206 von München Hauptbahnhof nach Nürnberg Hauptbahnhof über München-Pasingen, Augsburg-Donauwörth und Treuchtlingen recht herzlich begrüßen. Wir haben München Hauptbahnhof fahrplanmäßig verlassen und erreichen auch in Kürze unseren ersten Zwischenstopp in München-Pasingen. Genau. Das wird unser erster Zwischenstopp sein, München-Pasingen. Können wir jetzt auch mal ein bisschen aufschalten hier. Bisschen die Stärken der 103 hier zeigen, wenn ich mal kurz das Fenster zumache. Ist doch etwas kalt geworden hier. So. Links fahren wir hier am ICE-Werk vorbei, müsste das sein. Ja? Und hier rechts die S-Bahn. Ja, die 103 ist ja schon eine ganz schön alte Lok, aber kann immerhin noch 200 fahren. Ist nicht schlecht. Über 100 Tonnen wiegt die, glaube ich, sogar. Ja? Ordentliche Last liegt hier auf den Schienen. Moin. So, jetzt hier unten drunter her müsste eigentlich die Strecke kommen von München Ost und dann hier in den Güterbahnhof von München Leim reinmünden. So, das können wir schon mal abschalten. Haben wir gerade noch die S-Bahn mal eben locker überholt, kein Problem. Moin, Locomotion sogar. Hey. Wo kann der jetzt noch hinfahren? Weit kann er gar nicht mehr fahren. So, auf 90 müssen wir abbremsen, da die Kurve da ist, eine Geschwindigkeitsbegrenzung angegeben für. Jetzt kommt hier nämlich die S-Bahn-Strecke über uns drüber gefahren. Und hier, das ist der Regionalzug vor uns. Müssen wir ins PCB Wachsam drücken. Und noch ein bisschen weiter bremsen. Und da über uns fährt hier noch ein Güterzug an uns vorbei. Gelbes Vorsignal, okay, alles klar. Jetzt können wir uns gleich hier mal im Bahnhof unsere Wagenreihung ein bisschen anschauen. Weil hier sind die Frames auch wieder viel besser. So, ab hier Einfahrt mit 60, das heißt, wir werden jetzt hier runterbremsen. Das habe ich mir nämlich gemerkt. Einfahrt in Pasing immer mit 60.
Seht ihr? Plus PZB wachsam. Nur der Ausstieg ist links. Ja, es wäre jetzt schlecht gewesen, wenn wir jetzt gerade ausgefahren wären. Mensch, die 103 an der Bremse. Oh, 4,7 Bar ballern da schon durch. Wieder gelb alles hier. So. Halten wir schön sanft an. Mensch, sehr schön. Türen auf. Türen sind offen. So, hier sehen wir mal unsere Lok. Upsala, habe ich gerade vergessen, die Spitzlichtbeleuchtung anzuschalten. Also hier die 103 im TEE-Design. Eine sehr schöne Lok. Schon sehr alt. 1970 bis 74 wurden die, glaube ich, gebaut. Jetzt hier unsere besondere Wagenreihung Steuerwagen. Zweite Klasse. Und das ist dann jetzt erste Klasse hier. Also wirklich sehr interessante Wagenreihung. Aber ist real. Steht extra im Szenario. So ist es auch im Real gewesen. So, grün. Kann's losgehen. Sehr kurz aufhalten. So, die Person dahin, die kommen sowieso nicht mehr rein, also können wir losfahren. Gut. Ah, ich wollte ja noch die LZB anschalten. Ja. Das ist natürlich jetzt schlecht. Wartet mal ganz kurz. Mal kurz Zwangshalt. So. So, jetzt ist die. So. Das war jetzt nicht so schlimm. So, weil sonst, weiß ich jetzt nicht, ich weiß jetzt halt nicht, wie wir fahren, ob wir jetzt auf der mittleren Strecke von auf der Schnellfahrstrecke. Da ich jetzt im Anbruch der Szenario-Länge ungefähr 30 Minuten denke, jetzt einfach mal, dass wir jetzt auf der Schnellfahrstrecke fahren, wollte ich jetzt einfach mal die LZB anschalten. Ich habe es natürlich wieder vergessen, so wie ich halt bin, ne? So. Das bringt mich eigentlich gerade schon zu so einem Thema LZB. Ich könnte da wieder unendlich viele Fragen stellen, aber vielleicht kann ich mir die auch selber beantworten, wenn ich einfach mal kurz mein Handy raushole und bei Wikipedia mal nachschaue. Eigentlich ist es immer relativ richtig, was bei Wikipedia steht. Wow, der kommt ja aber auch runtergeschossen. Ich habe jetzt neulich hier, wo ich wohne, 101 ist fotografiert. Dort Zug Küt aus Köln. So wie ich es mir gedacht habe, wir fahren auf der Schnellfahrstrecke.
fahren wir durch das verschneite Bayern. Ah, da ist die LZB angegangen. Ich kann jetzt hier so viel hochschalten, wie ich will. Auch die zugestiegenen Fahrgäste in München-Pasing darf ich im IC 2206 von München Hauptbahnhof nach Nürnberg-Bahnhof, Augsburg-Donauwörth und Treuchtlingen recht herzlich begrüßen. Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser Zugpersonal gerne zur Verfügung und ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. So, jetzt überholen wir hier alle mit unserer 103. Oh, die 185 muss warten. Oh, schade. Mensch. Tut mir jetzt aber leid. Aber ich muss bis euch hier noch im Führerstand immer bleiben, weil er meinte ja gerade, dass bis euch noch mit Behinderungen zu rechnen sein. Wir bleiben einfach mal in der höchsten Fahrstufe. Na, die Lok muss ich schon ganz schön rankämpfen. Oha. Ach so. Für uns ist grün. Alles gut. Mensch, alles wartet auf uns, hat man hier den Eindruck. Nun, wir fahren auf der Schnellfahrstrecke. Mensch, hier die Oberleitung. Da bin ich nämlich gerade dran, also ein Übungsprojekt, eher gesagt. Dort neue Oberleitung zu verlegen, weil gefallen tut mir die hier irgendwie nicht mehr so ganz. Deswegen bin ich da jetzt halt gerade dabei, die neu zu verlegen hier. Woran ich immer noch scheitere, sind zum Beispiel Weichen und dann halt sind da vorher immer Abspanner, die halt die Oberleitung rüberlegen und da gibt's halt kurz, lang, gibt's ja immer zwei Versionen von den Masten. Und die gibt's aber nicht kombiniert. Das heißt, man muss die irgendwie zusammenbauen, aber das sieht dann halt nicht so gut aus. Daran scheitere ich halt im Moment noch. Das ist schade, sagen wir es so. Jetzt sind wir gleich sogar schon in Mammendorf. Das geht echt super schnell, wenn man hier in einem ordentlichen Tempo unterwegs ist. Ich habe mir neulich auch, wie hieß der Kanal? Rotausleuchtung, genau.
eine Führerstandsmitfahrt angeschlossen. War sehr interessant auf der Strecke. Also, was ich so gesehen habe, ist, dass... Also zum Beispiel gerade die Doppelmasten da auf der Brücke, die gibt es auch in echt so. Und ab Olching sind auch hier die Betonmasten, wie wir jetzt hier sie auch haben. Das stimmt auch. Also ab Olching geht das von den Stahlmasten in die Betonmasten über. Weiter habe ich mir noch nicht angeschaut, aber es ist wirklich sehr interessant, wie die Oberleitung in echt läuft. Dann läuft dort eine Doppelleitung entlang und dann wird die abgespannt wieder. Und es ist ja wirklich sehr oft so, dass der doppelte Oberleitungsstrang nebenher läuft und dann halt wieder abgespannt wird. Aber wie viele Abspannungen es gibt auf der Strecke, ist echt krass. Nächste Geschwindigkeitsänderung erst wieder in 8500, 400 Metern. Ja, und ich muss sagen, ich fand diese Aufgabe echt sehr interessant vom Thema her, weil generell Aufgaben mit Ansagen und sowas mag ich generell sehr. Aber ich kann ehrlich gesagt bei dem Lärm auch schon verstehen, dass die hier Schallschutzwände gebaut haben. Oha, jetzt hier die S-Bahn, kein Problem für uns. Tja, der Fernverkehr hat er überholt. Aber wie ist das mit der LZB? Ich habe mich da schon mal ein bisschen länger her. Also, dass man, es gibt dieses Kabel hier, dieses, und dann gibt's so eine, wie muss ich mir das vorstellen, wie eine Antenne oder? Wow, was ist denn das? Okay. Und dann gibt es hier an der Lok so eine Antenne oder sowas. Aber wird das dann so induktiv halt übertragen oder wie? Oha, was ist denn das? Was war das denn? War das heute der Mini-Intercity oder was? Da wurde da was abgeschleppt, weil da was liegen geblieben ist. Kann natürlich auch sein. Ich finde, das sieht voll komisch aus, wenn man hinten keinen Steuerwagen hat beim Intercity. Was da los war, das würde mich mal interessieren. Also gesehen habe ich das, glaube ich, auch schon mal, aber ich wusste nicht, dass das auch so rumfährt. Also da muss ja irgendwas schiefgelaufen sein in der Zugzusammenstellung. Hier gibt es ja sogar richtige Kurvenüberhöhung, Mensch. So, jetzt sind wir hier bei der ersten Kurve. Da fahren wir jetzt so ein bisschen wieder nach Norden hoch. Alles grün, perfekt, sage ich nur. Ja, und vielleicht, ich werde jetzt in nächster Zeit auch ein bisschen mehr Tutorials machen und sowas, weil ich mich auch mit dem Editor ein bisschen mehr beschäftige. Vielleicht auch Szenario-Tutorials, was da so möglich ist. Gibt ja doch nicht so ganz viele.
Vor allem gibt es ja inzwischen auch die Möglichkeit, Ansagen und Bilder, Kamerafahrt zu integrieren. Dazu gibt es ja noch gar keine Tutorials. Deswegen finde ich das vielleicht eine ganz gute Idee, wenn man mal sowas macht. Und Videos versteht man dann auch vielleicht ein bisschen besser als Anleitungen. Ja. Obwohl es eigentlich wirklich nicht schwer ist. Also, die 110, die kann aber nicht so schnell fahren wie wir. Gibt es eigentlich Regeln mit den Schnellfahrtrassen, warum da jetzt Beton hinkommt oder halt das Stahltragwerk hier? Also, oder ist einfach der Beton neuer und besser? Fragen über Fragen, naja. Können wir mal kurz hier schauen. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt auch Wann war der Livestream von DTG? War der Freitag? Ja, ich glaube, der war Freitag. Oder war der gestern? Das war Freitag, jetzt bin ich mir sicher. Da kam mir der Livestream von DTG auf Twitch zu der Strecke Mannheim-Karlsruhe. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also, echt gut geworden. Nicht schlecht. Also bin ich wirklich mal drauf gespannt, wenn wir natürlich auf alle Fälle auch fahren. Ich freue mich immer auf neue Strecken. Und so, bin ich auf alle Fälle mal drauf gespannt. Die Oberleitung noch besser als die von Köln-Koblenz. Die war auch schon gut, zickzack halt, aber nicht so gut. Aber die jetzt so gut, dass das untere Kabel der Oberleitung sich immer, wechselt, aber halt das obere nie. Das bleibt immer gerade, so wie es halt in echt auch ist. Es gibt halt auch verschiedene Teile, die Schnellfahrtrasse, die Regionalbahntrasse und die Güterzugtrasse halt zusammen. Aber man kann da sehr verschiedene Sachen, wenn man Highspeed-Fan ist, kann man genauso auf seine Kosten kommen, wie wenn man gerne eher langsamer fährt. Fahrdienstleitung an IC 2206. Für Ihre Information, der IC 2158 ist mit leichtem Verzug in Augsburg Hauptbahnhof angekommen. Seine Abfahrt verzögert sich daher um voraussichtlich wenige Minuten. Rechnen Sie mit entsprechender Signalisierung bei der Einfahrt in Augsburg. Fahrdienstleiter Ende. Mensch, irgendwo kam mir gerade die Stimme bekannt vor. Es geht ja schon gut auf Augsburg zu. Die Signale, die können doch eigentlich auch dunkel geschaltet werden, weil die LZB uns doch führt, oder? Ist das nicht so? Habe ich mal irgendwo gelesen, dass auch die Signale in LZB-Abschnitten dunkel geschaltet werden können. Das könnten doch theoretisch. Also, das kann ja TS wahrscheinlich nicht nachbilden, aber in echt könnten die doch jetzt theoretisch dunkel geschaltet werden, oder? So, ich schalte jetzt schon mal ab hier, weil wir sind ja bald da. Wir müssen immer unterhalb der roten Nadel bleiben. G steht, wird es gebremst sozusagen. Ich glaube, steht da dafür, ne?
Einfahrt mit in Augsburg mit 60. Da haben wir noch ein bisschen Zeit zu. LZB-Ende muss man immer mit frei bestätigen, ne? Ja. So, hier, wie heißt es jetzt hier, nicht Hauenstädter Straße, sondern Hochzoll, Augsburg Hochzoll, glaube ich. Ja, der Zug hier, der ist nicht schlecht dabei, der Personenzug. LZB müsste jetzt hier auch gleich enden. Augsburg Hochzoll. Hauenstädter Straße kommen wir erst noch hin. Ich habe jetzt neulich auch gelernt, dass man in echt immer so eigentlich eher 5 km/h langsamer fährt als die erlaubte Geschwindigkeit. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Augsburg Hauptbahnhof auf Gleis 3. Alle vorhergesehenen Anschlusszüge werden erreicht. Achten Sie bitte auch auf die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Im Namen des Lok- und Zugpersonals verabschiede ich mich von allen aus- und umsteigenden Fahrgästen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Jo, sehr schön. Perfekt. So, Einfahrt mit 60, das werden wir uns natürlich auch dran halten. Das heißt, ich denke einfach mal, da wo 80 ist, werden wir dann 60 fahren sollen. Immer noch LZB geführt. So, mit frei bestätigt. So, und wir werden jetzt gleich von der Lok gehen. Unser Kollege wird weiter über Treuchtlingen weiter nach Donauwörth, weiter nach Nürnberg fahren. Gelbes Vorsignal. Eigentlich sind wir noch LZB, ne? Die LZB geht echt bis kurz vor. So. So, jetzt ist er aus, glaube ich. Ich hatte schon damit gedacht, dass hier wieder rot ist. Sollte mir nach dem letzten Video nicht mehr passieren, deswegen. So, Einfahrt mit 60. Sehr schöne Lok. Macht immer wieder zu Spaß, mit der zu fahren. Boah, jetzt gehen sogar schon die Lichter an hier. Rums. Ja, mit 80 hier durchfahren halte ich wirklich für sehr optimistisch.
Das gelbe Vorsignal macht sich natürlich gut für das da vorne. So, na, bestätigen müssen wir es natürlich trotzdem. Das hätte ich jetzt fast vergessen. So. Tön auf. Und dann hätten wir erstmal hier. Erstmal Führerstand ein. Bremsen anziehen. Und so können wir, denke ich, von der Lok runtergehen. Da werden wir jetzt hier mal rausgehen. Und dann haben wir erfolgreich unseren Zug nach Augsburg gebracht. Jetzt werden wir hier gleich in den ICE steigen und den dann nach München fahren. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, das Video. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, den Ansagen. Vielen Dank an Netzroot und generell eCore. Gut gemacht, Kollege. Der Kollege wird den Zug gleich übernehmen. Ich hoffe, dir hat das sehr gefallen. Feedback gerne gesehen. Mein Dank gilt auch, ja. Kein Problem, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt euch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video kommentieren und bewerten würdet. Und ja. Tschüss.